Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge For Honor und diesmal bei den Samurais. Hier 3.1 Pflicht. Wir sind im letzten Part mit den Wikingern fertig geworden, haben die letzte Schlacht geschafft und haben die Samurai besiegt. Bei den Wikingern, wer jetzt die Samurai besiegen möchte oder wie auch immer, das werden wir sehen. Falls ihr dieses Projekt nicht mehr sehen möchtet, weil jetzt die Samurai für euch nicht geil sind oder so, dann wird dieses Projekt zwar nicht abgebrochen, aber vorerst wieder auf Eis gelegt, weil es bringt mir nichts, wenn keiner drauf Bock hat, weil das mache ich eher. Also den ersten Teil habe ich wegen meiner Freundin gemacht, als sie, also die, den Ritterteil, als sie in den Ferien war und nichts mehr von mir hatte, ne? Weil sie konnte auch mir nicht anrufen, weil das hätte den Budgetrahmen gesprengt. Und die Wikinger habe ich meiner Ansicht nach für mich gemacht, weil ich auch die Wikinger gerne mag und ich einfach mal sehen wollte, wie sie so funktionieren. So, jetzt bei den Samurai, ich weiß, wie Samurai ticken, ich liebe Samurais, von daher ist es für mich eher irrelevant. Aber wenn ihr das möchtet, lasst mindestens ein paar Likes da oder von mir aus eben ein paar Kommentare, was ich noch lieber fände, aber das ist euch überlassen. Zeigt mir damit, dass ihr auf dieses Projekt noch weiter Bock habt, ne? Also, hauen wir mal die Pflicht rein. Hier, leicht easy. Wir Samurai sind in der Unterzahl. Jeder unserer Krieger muss es mit 10 unserer Feinde aufnehmen können. Jeder Orochi nimmt es mit 100 auf. Schnell. Stark. Die wahren Meister des Katana. Ihre Rüstung? Die perfekte Balance aus Flexibilität und Stärke. Es sind die besten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man nicht einfach auswählen konnte, mit welchem man am liebsten kämpft, weil sonst hätte ich zuerst nämlich die eben Ritter genommen, dann die Samurai und dann die Wikinger, weil Samurai sind eindeutig geiler als Wikinger. Muss ich einfach so gestehen. Aber gut. Heimat. Wir Samurai haben unsere Heimat vor langer Zeit verloren. Für uns bedeutet dieses Wort nun etwas anderes. Wir fanden eine neue Heimat, aber wir müssen kämpfen, um sie zu behalten. Aus meiner Zelle heraus würde ich niemanden bekämpfen können. Aber meine Freunde, meine Daimyo, fanden eine Gelegenheit, nahmen sie wahr. Brenn die Stadt nieder. Wir gehen. Ich sagte, wir gehen. Also los. Das geht nicht. Und genau deshalb seid ihr hier gelandet. Wir
Wir mussten schnell da durch. Feuer war die Lösung. Mit dem bist du schneller. Das finde ich geil. Was übst du da? Schlag rein, ey. Danke. Supi. Geht doch. Ich dachte, dass hier noch was ist. Oh, hier auch. Der Orochi, den Ayu befreit hatte, war kein einfacher Krieger oder Kundschafter. Wäre er früher aus dem Kerker befreit worden, hätten die Wikinger diese Brücke vielleicht nie überwunden. Heftig. Also spielen wir einen richtig heftigen Samurai. Pickups. Sind einsatzbare Spezialkräfte, die du ausrüsten kannst. Ja, ich weiß. Immer noch. Lass dich das immer wieder erklären. Sprengen wir das Tor auf. Inwiefern? Oh yeah. Das ist ja geil. Oh, Gegner. Jetzt reicht's. So. Oh ja, Mann. Zuerst Deckung durchbrechen und dann wumm, wumm. So, und weg mit dir. Ist das geil. Also, Samurai spielen gefällt mir jetzt schon. Also, von mir aus können wir das schon machen jeden Sonntag. Hä? Welche Brücke? Wir waren zahlenmäßig unterlegen. Feuer würde das ausgleichen. Das wird lustig. Wie schnell der einfach mal ist. Speedy Gonzales, Mann. Boom, Mann. Verzieht euch hier. Ihr kleinen Drecksäcke. Ihr kleinen Monarchen hier. Ich mach euch alle kaputt. Komm mal her. Wer will alle Stress? Na, wer will alle Stress? Ja, komm. So, komm. Nein, ey. Willst du mich verarschen? So. Hier, fress. Und stirb. Ich heile mich mal. Ey, willst du mich verarschen? Geht weg. Geht weg. So, einmal rechts, einmal links und dann bist du weg. So, einmal... Ah, verdammt, könntest du auch mal ausweichen? So, einmal weg. Einmal, zweimal und auch bei dir. Oh, was bist denn du für ein Wikinger? Ah, nee. So. Willst du mich verarschen, Kollege? Nix einverstanden. Hier. So bin ich einverstanden, Kollege. Nicht anders. So. Wundervoll. 3 von 5. Was ist denn hier oben los? Ach, die kämpfen dort für sich ein bisschen. Ich hoffe, ich bin nicht eingerostet. Ach, du und eingerostet? Ich glaube kaum. Mach mal Bumm. Ist mir egal, ob da Gegner waren oder nicht. Da waren irgendwie Gegner. So. So, es reicht. Arschkrampe, es reicht. Nein. Oh ja. Ich liebe es einfach, wenn die hinrichten. So. Ich kann alles erreichen hier. Ich kann da alles safe erreichen hier. So. Bumm. Weg mit dir. Bist du blöd? Bist du blöde? Aha. Das kannst du nicht abwehren. Ich bin einfach zu gut.
Ich nehme mir das mal entgegen und greife hier weiter an. Darf ich mal? Ja, ist okay. So, ey. Okay. Yes. Und diesmal... Oh, das war zu spät. Wir hätten inzwischen die Hälfte des Berges hinter uns. Ach, was? Und den ganzen Spaß? Ignorieren? Also den ganzen Spaß ignorieren möchte ich nicht. Und das ist die andere Hinrichtung. Das heißt, Kopf weg. Es war Zeit, uns zu formieren und Okuma und Momiji zu finden. Okay. Wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, ich bin nicht eingerostet. Du und eingerostet. Ich glaube wohl kaum. Sehr gut. Das ist ein Meister-Samurai. Suche mir Momiji. Nur finde ich hier nichts, was ich sonst noch irgendwie fragen könnte, was es hier so für ein Ort ist. Interessant. Okay. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Dann drehe ich den mal um. Was? Nee, sicher nicht. Wer legt den bitteschen Giftfallen? Leg die Giftfallen auf den Boden. Aha. Das war nicht die merkwürdigste Verteidigung, an der ich je teilnahm. Und warum Giftfallen? Ich lege noch eine hier hin. Ah, den besiegt die alleine. Den besiegt die alleine. Bist du blöd? Geht weg. Was eine Giftquelle wird angegriffen. Hier. Fress. Was zum Geier läuft denn bei dir ab? Geh weg. Wenn ihr es sagt, Momiji. Wenn es uns hilft. Mein Großvater hat diese Strategie entwickelt. Thank you.
Jetzt spielen wir ein bisschen Türken-Albaner oder wie? Weil irgendwie gehen immer drei oder vier auf einen los, aber ist okay. Oh Gott. Was seid denn ihr für behinderte Pfeifen, Ihr habt ja schon überall hingelegt. Warum sollte ich dann noch hinlegen? Mal sehen, ob es klappt. Klar klappt es. Was ist denn du für ein Gefühl? Die können gar nichts. Und wie lange muss ich das eigentlich machen? Ah komm, eine setze ich noch hier ab. Haha. So, weg. Weg. So, und weg mit dir. So. Ist klar. Könnt ihr nicht mal etwas selbst verteidigen? Seid ihr so dumm? Geht doch. Haha. So, kommt mal. Guter Tritt, muss ich sagen. Tschüss. Auch bei dir ist der Kopf weg. Alles klar. Oh, was für eine geile Combo-Aktion. So. Und ich muss nicht mal heilen. Ziel erfüllt. Sehr gut. So gefällt's mir. Feuer und Gift und Stahl. Es funktionierte, aber wir mussten sie noch vertreiben. Okay. Kein Problem. Meinst du etwa so vertreiben? Easy. Ich möchte einfach hier runter. Danke. Darf ich mal? Kollege, gehst du mir mal aus dem Fressbrett? So. Weil wenn ich da mal was machen kann, räume ich hier auch ganz gut auf. Na? Also so sei es jetzt mal nicht. Was ist denn hier los? Ach so, die könnte man explodieren lassen. Hab ich schon. Ah, ich mach das mal so. Irgendwie bringt das nichts. Schade. Ach, dort sind die letzten. Die habe ich schon gesucht. Geht weg. Das gehört mir. Das Zerstörbare gehört mir. Auch wenn ich sonst nichts erfahren habe aus diesem Gedöns. Werden wir jetzt hier zum Abschluss schreiten. So, weg. Weg. Und jetzt hier einfach mal durchsäbeln, ne? Oh, ich hätte fast kein Leben mehr gehabt. So. So, weg. Weg mit dir, auch mit dir. Auch mit dir, du kannst auch gerade weg. Es ist mir egal. Ihr könnt alle weg. Ist mir egal. Geht alle weg. Super. So. Nochmal heilen. Und jetzt bin ich wieder auf vollem Damm und ihr seid am Arsch. So, wir sind hier. Zurückgedrängt. Alles, was wir tun mussten, war die Tore zu schließen. Was machten schwarzen Felsritter in unserer Stadt?
Alter. Von der Schwarzen Felslegion. Wo ist Ayo? Die Wikinger waren in die Stadt eingefallen. Sie wussten nicht, wem sie so dienten. Ah, die letzten paar. Daimyo, euer Kaiser ist tot. Nimmst du seinen Platz ein? Niemals! Und willst du Kaiser werden? Nachdem ich den Rest von ihnen getötet habe, werde ich kommen, um dich zu töten. Ein Wolf. Überlass Seijuro den Palast. Sollen sich die anderen um die Reste prügeln? Für wen hältst du dich? Krieg. Ich bin der Krieg. Ich finde ja geil, dass es direkt anschließt an das, was wir bei den Wikingern gelernt haben, also gesehen haben, so. Von daher ist es schon geil, dass man, also schon gut, dass man nur in dieser Reihenfolge alles machen kann, aber ja, gut. Eben, man hätte auch gerne sonst noch irgendwie... Ich ließ 5 Daimyo zurück, damit sie um die Kontrolle über ihr Volk kämpfen konnten. Aha. Wir würden schon sehen, wie stark ihre Einheit wirklich war. Ich gab Seijuro den Palast. Die anderen 4 Überlebenden meiner Prüfung setzte ich im Sumpf aus. Die Daimyo Ayu machte den ersten Zug. Cool. Und ich mache jetzt meinen Zug, indem ich den Part beende. Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Und wie gesagt, ich hätte es geiler gefunden, wenn man einfach hätte spielen können, wie man hätte wollen. Einfach, ja... Die Geschichte wäre zwar ein bisschen durcheinander, aber egal. Naja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tödle.